Genau 173 Tage ist es her, seit wir das letzte Mal Sisi shoppen waren. Und deswegen würde ich sagen, es ist allerhöchste Zeit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Sisi Shopping. Mir war wirklich nicht bewusst, dass es so lange her ist. Jetzt habe ich gerade nachgeschaut, wann wir das letzte Mal Sisi shoppen waren. Und es war im Februar. So krass. Deswegen bin ich sehr gespannt, auf was wir heute alles stoßen werden. Ihr wisst, ich nutze mittlerweile auch wirklich viel Ingame-Inhalte. Und deswegen brauche ich gar nicht mehr so viel. Aber ihr wisst auch, dass ich nicht sonderlich viel Selbstkontrolle habe und Dinge runterlade, die ich nicht brauche. Oh mein Gott! Ich muss alles haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was heute passieren wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und let's go! Wir befinden uns hier in meinem wunderbaren Browser und werden jetzt erstmal hier bei ein paar Creatoren auf Patreon vorbeischauen, weil ich bin da gerade über so ein paar Sachen gestolpert. Ich war super lange zum Beispiel nicht mehr bei Ellie Simple. Deswegen dachte ich mir, gucken wir doch da heute mal wieder vorbei und gucken mal, ob wir da was finden, was nicht hinter einer Paywall ist. Ich bin äußerst enttäuscht von Nightcrawler, dass die Sachen alle hinter einer Paywall sind. Also das muss ich mal ganz kurz hier loswerden, weil ihr wisst, ich liebe die Haare, aber das, und ich habe auch monatelang jetzt dafür bezahlt, aber als ich das herausgefunden habe, habe ich gesagt, das finde ich gemein, das finde ich unfair, weil es nicht erlaubt ist. EA hat da Richtlinien rausgegeben. Das nur am Rande. Aber um natürlich nochmal kurz zu sagen, ich möchte natürlich, dass die Creator fair belohnt werden. Deswegen zahle ich auch super gern, wenn ich einen Creator gerne mag. Aber Dinge, die nicht erlaubt sind, bin ich, ne? Ich bin großer Fan von Regeln. Sagen wir es mal so. Okay, so jetzt aber wirklich Butter bei die Fische. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen runtergescrollt, weil die Sachen sind jetzt noch nicht verfügbar, wenn man kein Patreon-Mitglied ist. Hier kommen wir zum ersten Bikini. Ich habe aber mittlerweile wirklich viele Bikinis, die ich richtig gerne mag. Ich habe echt lange nach coolen Bikinis gesucht und ich glaube, ich habe ein Set bei Serenity gefunden, was ich richtig schön fand. Das habe ich, glaube ich, im letzten oder vorletzten CC-Shopping-Video gezeigt. Auch sehr, sehr cool. Also das ist der Creator hier, Serenity. Kann ich sehr empfehlen. Oh nee, da sind wir noch nicht. Nina, wir sind hier. Dann haben wir noch so ein langes Kleid, das würde ich jetzt auch nicht runterladen, weil sowas haben wir ja schon in-game. Das wiederum ist natürlich völlig mein Jam. Das ist alles sehr, sehr schön und ich brauche alles davon. Was ich bei Ellie Simple immer ganz cool finde, es ist so in der Mitte zwischen Alpha CC und Maxis Match. Also man kann das sowohl als auch verwenden und das finde ich ganz cool, weil mittlerweile nutze ich ja wirklich viel Maxis Match und eben auch viel vom Spiel selber. Und wenn man dann eben Alpha CC runterlädt, dann sieht das dann immer in Kombi ein bisschen komisch aus. Aber dieses Kleid ist wirklich ein Traum. Ich hätte es gerne in Real Life und diese Bluse ist super süß. Ich glaube, sowas habe ich aber schon im Spiel. Aber auch der Rock und diese Hose und dieses T-Shirt und diese Oberteil und diese, also ja. Basically möchte ich gerne alles. Warte mal, was habe ich jetzt gesagt? Was brauche ich nicht? Das grüne Oberteil. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, welches das ist. Sunny Top wahrscheinlich. Ach komm, wir machen einfach One-Click-Download. Was soll's? Ist das hinter einer Paywall? Dun, dun, dun. Enttäuschend. Okay, wir gehen woanders hin. Manu, das ist wirklich, also finde ich nicht toll. Wir gehen zu Pauluna. Also wenn ihr dafür bezahlen wollt, ne, geht zu Ellie Simple, sind wirklich schöne Sachen, aber eben hinter einer Paywall. Wir gehen zu Pauluna, falls ihr das noch nicht wusstet, weil ich glaube, ich habe das noch nicht in einem CC-Shopping-Video erzählt. Pauluna hat unsere Schmuckkollektion, also die No Rain, No Flowers Schmuckkollektion, in CC verwandelt vor ein paar Monaten. Das ist super cool. Vielleicht stolpern wir da gleich runter, wenn wir jetzt drüber, wenn wir jetzt hier runter scrollen. Deswegen würde ich euch da natürlich sehr empfehlen, dass ihr Patreon-Mitglied werdet, weil sie eine ganz tolle ist. Und da könnt ihr schon Patreon-Mitglied ab einem Euro sein. Also ist einfach traumhaft. Sie ist auch super süß, also einfach schön. Und sie macht sehr, sehr, sehr schönes Custom-Content für Kinder. Deswegen dachte ich mir, schauen wir da einmal vorbei. Das ist auch für Kleinkinder, finde ich sehr schön, weil da haben wir ja auch noch nicht so viele Inhalte. Das ist aber noch im Early Access bis zum 18. August. Deswegen können wir das jetzt noch nicht runterladen. Warum bin ich eigentlich kein Mitglied bei ihr? Das mache ich gleich mal. Dann haben wir hier so Graphic Tees for Infants, Toddler and Kids. Finde ich sehr süß, aber so ganz einfache T-Shirts, finde ich, habe ich relativ viele im Spiel. Leute, ich habe voll die Kontrolle im Moment, ne? Also, was ist denn los mit mir? Deswegen scrollen wir mal weiter. Sandpit Besties. Ist das eine Pose? Ach so, nee, das ist die Latzhose. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich habe ich sowas im Spiel, ne? Aber ich habe halt eine Schwäche für Latzhosen. Und die Schuhe auch? Wait, macht Ravensim Schuhe? Ravensim macht Kindersachen. Okay, da gucken wir gleich auch direkt mal vorbei. Konzentration jetzt. Wir gucken uns jetzt mal den ganzen Post hier an. Ja, so Cappies habe ich auch immer nicht genug, ne? Da, die sehen auch immer alle komisch aus. Ja, okay. Ich will alles. Gib mir alles. Leute, ich habe voll die Kontrolle im Moment, ne? Weiß ich nicht, Digga. Dann haben wir hier ein super süßes Kleid und die Sandalen auch. Pauluna macht die ganzen Schuhe auch. Das finde ich natürlich super.
Ja, also Sandalen finde ich immer schön, deswegen kommen die jetzt mal mit. Das Kleid finde ich eigentlich auch super süß. Ach komm, Leute, wir waren jetzt so lange nicht Sisi shoppen. Wie krass, ne? 173 Tage, das klingt wirklich sehr lang. 24 Wochen, 5 Tage. Ich habe das nämlich extra auf so einer Webseite eingegeben. Ruby und Ruben Kids Set. Ich glaube, so eine Jeansjacke habe ich schon, aber die Schuhe. Ach so, das ist so ein Ganzkörper-Outfit, das ist schon süß. Aber nein. Nina, geh weiter. Eugenia und Eugene. Matching Outfits for Infants. Ach, süß. Oh mein Gott. Also dafür habe ich eine richtige Schwäche. Bei dem Lovestruck Pack, jetzt sage ich schon Lovestruck, wie heißt es denn? Verliebt ist ja jetzt auch so ein Ding drin gewesen. So ein Cardigan mit so einem, so einer Schnürung. Deswegen ist es jetzt übertrieben, wenn ich das jetzt auch noch runterlade? Nein, ist es nicht, sage ich. Ist es nicht. Gib mir alles. Gut. Oh, süß. Wait, gibt's da auch die Sonnenbrille? Sunglasses ab. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Das ist ja so süß. Und die Sandalen. Oh, Hilfe. Alles. Ich brauche alles. Gut. Schön. Ein Sleepsack, das ist natürlich auch sehr, sehr süß. Dann haben wir Legwarmers. Oh mein Gott, ich habe früher immer Stulpen getragen. Das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so ein Ding, ne? Oh, das ist natürlich auch toll. Anina, jetzt, also, mach mal ein bisschen... Nee, aber das... brauchen wir. Jeans und Sneaker. Rein damit. Ich scrolle so lange, bis wir meine Schmuckkollektion sehen, okay? Warte mal, wie viel macht sie so im Monat? Das ist von Mai, okay. Wir schaffen das. Och Gott, das ist natürlich auch sehr süß. Oh Leute, das war eine doofe Ansage von mir, dass wir so lange scrollen. Ich brauche es nicht. 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 Ich brauche das. Das ist auch ein sehr süßes Kleid. Oh, und die Haare macht sie auch. Ihr wisst ja, bei Kindern und Kleinkindern und Säuglingen bin ich ja mittlerweile auch so ein bisschen auf dem Maxis-Match-Trip, ne? Anina, jetzt übertreib deine Lage nicht. Aber das Kleid nehmen wir mit. Ach, das ist eine Frisur. Nee, ich kann doch nicht mehr. Okay, die will ich haben. Da sind wir. Guck mal, so schlimm war es gar nicht, Leute. So schlimm war es gar nicht. Das ist meine Schmuckkollektion. Wie cool ist das? Also, wenn ihr meine Schmuckkollektion im Spiel haben wollt, könnt ihr sie bei Paul Luna runterladen. Ist das nicht cool? Guckt mal. Ich weiß nicht, ob ich das im Video schon mal gezeigt habe. Aber guck mal, hier ist die Blumenkette. Petrichor, das ist die, die ich anhab. Guckt. Und die Lumos-Ohrringe. Hammer. I love it. Bin immer noch ganz verliebt. So, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und jetzt gehen wir weiter. Gucken mal bei Ravensim vorbei. Also, wo wir eben die Kollektion mit Paul Luna zusammen entdeckt haben. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Also, ach so, das ist die Kooperation, die wir ja gerade runtergeladen haben. Ah, sie macht auch so ganz viel Kleinkind, Säuglinghaare. Das ist natürlich auch sehr, sehr süß. Süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig süß. Please give it to me. Oh mein Gott, guck mal, wie schön das Geflochtene hier vorne aussieht. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Oh mein Gott. So. Weiter geht's. Das ist auch sehr süß. Oh mein Gott, das ist schon sehr süß. Und sowas habe ich doch auch noch nicht, oder? Also die Blumen brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil da sehe ich schon wieder kommen, wenn dann ein Random Sim generiert wird, dann hat er wieder diese ganzen Blumen im Haar. Aber die Frisur ist sehr, sehr niedlich. Evelyn Hair. Die Sims sehen auch voll cool aus, finde ich. Okay, die Frisuren sind halt alle super süß. Und wie gesagt, für Säuglinge habe ich noch nicht so viele Haare. Deswegen nehmen wir das alles mit. Männer. Ach, Nina, was ist denn los mit dir? Aber gut, wir gehen jetzt mal weiter, damit wir uns nicht hier ewig aufhalten. So, Paul Luna, es war mir eine Ehre. Leute, Cibulette. Ihr wisst, sie macht die geilsten Sachen. Ich glaube, können wir nicht da direkt auf die Seite? Yes, können wir. Ich habe nämlich dieses Set entdeckt und dachte mir schon wieder so, oh, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Guckt euch dieses Custom-Content-Set an. Ist das nicht wunderschön? Golden Garden. What? Guckt euch mal bitte... Oh mein Gott. Einfach eine Hängematte. Diese Kissen. Die Picknickdecke. Ich hoffe, dass jetzt... Oh mein Gott, ich habe noch gar nicht geguckt, ob es vielleicht jetzt auch ein paar Sachen fürs neue Pack gibt. Da müssen wir gleich mal auf The Sims Resource gucken. Wie lange nehmen wir schon mal auf? 15 Minuten. Easy, wir schaffen das. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich hoffe, dass noch ein paar Picknickdecken kommen, die man dann auch verwenden können, kann. Guck mal, das hier und die Lampen. Sehr, sehr schön. Love it. So, nehmen wir mit, wollen wir haben. Und das alles ohne Paywall. Boho Mojo, auch sehr, sehr schön. Was ist das? Ihr wisst ja, ich liebe Klatter, ne? Das ist mein Ding. Also, Klatter ist natürlich ein Träumchen, vor allem für Kinder. Oh mein Gott, so einen Teppich hatte ich früher auch. Leute, schreibt es in die Kommentare, wer hatte diesen Teppich? Jeder hatte diesen Teppich. Aber oh mein Gott. Ach so, das ist nicht nur für Kleine, sondern Generation Gap. Ich verstehe. Und dann gibt es halt für Senioren den Gehstock und das Gebiss. Das, oh mein Gott, und das. Das sehe ich jetzt schon überall auf meinen Tischen liegen. Deswegen brauche ich das ganz dringend. Ach, das gibt es auf
Sims Resource. Ja, dann rein damit, würde ich sagen, ne? Rein damit. Rein damit. Rein damit. East Oak Drapery Drama Bridgerton Wedding. Oh mein Gott. Clay Party. Oh mein Gott, das sehe ich ja sowas von für Ray. Und wie schön ist bitte diese Treppe. Love the... Okay. Nina, konzentrier dich jetzt. Was davon brauchst du? Alles ist die Antwort. Also dieses Bridgerton-Set brauche ich ja sowas von unbedingt. Ich möchte heiraten. Oh mein Gott, es ist so schön. So, und dann brauche ich auf jeden Fall Clay Party und Happy Stairways. Das, also kann ich auch gar nichts für. Weil das ist perfekt für Ray. Also kann man da auch irgendwas machen? Wait, Surface, Comfort Plumbing, and a Workbench Desk. Das wäre ja toll, ne, wenn man das machen könnte. Warte, was ist das denn da alles noch? Wo kommt das denn alles her? Wait, also wir müssen, glaube ich, gleich einfach auf Sims Resource gucken, weil das lädt man auch auf Sims Resource runter. Das wäre auch voll cool, wenn man in Sims töpfern könnte. Das ist so ein Hobby, was noch fehlt. Okay, das gefällt mir richtig gut. Eine Efeutute, also mein Leben ist jetzt schon wieder besser. Obwohl, es ist, glaube ich, keine Efeutute. Aber es ist alles wunderschön, deswegen I need it. So, und den Rest habe ich, glaube ich, schon gesehen. Deswegen lassen wir es jetzt alles so, wie es ist. Jetzt will ich nochmal ganz kurz bei GeoSims, bevor wir gleich zu The Sims Resource gehen, vorbeischauen, weil, ich weiß nicht, ob ihr die traurige Nachricht schon gehört habt, aber GeoSims hört, oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, hört auf, Custom Content zu machen. Und das ist so traurig, weil ich finde, die Schuhe von diesem Creator sind einfach ein Träumchen. Also, falls ihr euch schon mal gefragt hat, woher meine Schuhe, meine Custom-Content-Schuhe sind, meistens von diesem Creator. Und die Schuhe sind so cool, deswegen ist es sehr, sehr traurig. Aber natürlich kann ich das auch total nachvollziehen, aber deswegen wollte ich euch das einfach nochmal empfehlen. Vielleicht, wenn jetzt ganz viele Leute downloaden, denkt die Person sich so, oh mein Gott, ich mach weiter. Nein, ich weiß nicht, ich habe den Grund nicht gelesen, weswegen diese Person aufhört. Von den Schuhen spricht mich jetzt nicht unbedingt was an, aber wir scrollen mal weiter. Ich habe nämlich super lange nicht mehr da vorbeigeschaut, deswegen dachte ich mir, gucken wir einfach mal uns die neuen Schuhe an. Also die finde ich schon sehr süß, die mit der Schleife. Ich glaube, die möchte ich gerne haben. Die sind alle sehr schön. Ich finde diese Boots sehr cool, sieht irgendwie schön aus. Und dann diese Sandalen finde ich super süß. Die finde ich alle schön, möchte ich alle haben. Das ist natürlich jetzt kritisch, weil die Schuhe sind auch alle sehr schön und perfekt für meine Barbie-Legacy. Deswegen, tja, was soll ich tun, ne? Kommt mit. Die sind auch sehr cool, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt was von. Männerschuhe. Männerschuhe. Die brauche ich definitiv. Da nehme ich natürlich auch direkt wieder die ganze Kollektion. All in. Och mein Gott, die sind ja auch super schön. Ich habe so viele High Heels für meine Sims und eigentlich tragen sie nie High Heels. Aber egal, ich brauche diese Schuhe. Also it is what it is. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal eine JD Loha und dann brauchen wir mehr hohe Schuhe. Die sind auch sehr cool. Age appropriate. Ja, wie toll. Endlich mal was für die ältere Generation wie mich. Spaß. Aber die möchte ich gerne haben. Ach ja, toll. Die sind halt auch super schön. Warum bin ich auf diese Seite gegangen? Naja, was soll's. Kommt mit. Guck mal, ich kann auch Nein sagen. Zu denen sage ich Nein. Und zu denen sage ich Ja. Ach, Winter Collection. Ja, da kann ich auch nur wieder Ja sagen. Ich möchte ganz laut Ja sagen. So, ich bin jetzt hier aber auch schon bei Weihnachten angekommen, deswegen sollte ich aufhören. Ja, guck mal, das ist doch, das brauche ich nicht. Du brauchst das nicht, Nina. Du brauchst das auch Männerschuhe. Vielleicht habe ich die auch schon, weiß ich ja gar nicht. Das sagt mir dann ja mein Spiel, deswegen zur Sicherheit lade ich sie jetzt mal runter. Da, also diese Schuhe schreien ja sowas von Ray. Da kann ich auch nicht, also da kann ich jetzt wirklich nichts für. Das ist sowas von nicht meine Schuld. Und für Kinder. Okay, kommt mit. Ach Mann, die sind aber auch alle so süß. Guckt euch doch mal diese. Also, ach nee. Da, also kann ich auch nichts für. Ich kann nichts dafür. Ja gut, Sweet and Salty brauche ich noch. Und dann bin ich wirklich fertig. Nur noch mal ganz kurz hier. Oh, Leather Sandals, die sind schon cool. Möchte ich haben. Dankeschön. Infant. Ja, Entschuldigung, Leute, aber. Da kann ich auch nichts für. Guckt euch das doch mal an. Schafschuhe. Also, habt ihr schon mal so scharfe Schuhe gesehen? Versteht ihr, weil das so Schafschuhe sind? Ach Gott, aber sind die auch so süß? Ich kann doch nicht mehr. Oh, die sind auch so süß. Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt alles so angucke, werde ich schon sehr traurig, dass diese Person kein Custom Content mehr macht. Weil das ist schon etwas, was wir jetzt, also ein Talent, was wir verlieren. Weil diese Schuhe sind alle einfach ein Traum. Leute, ich kann nicht mehr. Wieso habe ich diese ganzen Schuhe nicht in meinem Spiel? Ich meine, ich war trotzdem glücklich, ne? Ich hatte trotzdem Sims mit tollen Schuhen. Aber die sind alle so schön. Mir fehlen die Worte, Leute. Habe ich nicht nur 50 Paar Schuhen gesagt? Es reicht. Aber das ist dann halt doch eine Men Collection. Da kann ich auch nichts für. Nur noch die Men Collection, okay? Cottage Collection.
Die noch. Die noch und als Schluss. Nee, ich drücke jetzt nicht nochmal auf Simon Post. Lass es, Nina. Wir gehen ganz kurz zu Serenity, aber ich glaube, da sind auch viele Sachen... Oh nee, stimmt gar nicht. Nur die Early Access Sachen. Hinter einer Paywall, würde ich sagen. Also hier sind so ein paar Sets, aber eigentlich, ich habe genug jetzt. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf The Sims Resource und vor allem da schauen wir dann bei Cibulette vorbei, weil die Sachen schön sind. So, guck mal, die haben hier jetzt auch wieder so richtige Sets für das neue Pack. Das ist ja süß. Aber irgendwie sind mir die Bilder zu klein. Kann man die größer machen? So ist toll. Also das Kleid finde ich sehr süß. Ich liebe Blumen. Ich habe Blumen auf meinen Fingernägeln. Komm in meinen Koffer. Oh, ich muss auch mal gucken, ob die Wimpernleute, von denen ich die Wimpern habe, schon ein Update rausgebracht haben, damit die Wimpern als, also in diesem neuen Wimpern-Ding angezeigt werden. Das wäre so Optimus Prime. Und dann wäre das so toll, wenn sich das dann nicht mehr, wenn das dann nicht mehr clasht mit den anderen Ebenen. Das wäre einfach nur schön. Dann wäre ich ein wirklich glücklicher Mensch. Also Sims Resource ist nicht mehr so toll, muss ich sagen. Also ist nicht mehr, spricht mich nicht mehr so an. Ich zahle da ja auch immer noch für die VIP-Mitgliedschaft, aber ich zahle auch irgendwie nur $3. Mittlerweile kostet es irgendwie viel mehr, aber es wurde bei mir irgendwie nicht erhöht. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber das ist irgendwie alles nicht so super. Wir gehen jetzt erstmal zu Cibulette. Heißt sie jetzt Cibulette? Cibubu heißt sie. Das ist einfach immer schwierig. Ja, das ist halt auch alles schön, aber das möchte ich eigentlich jetzt gar nicht haben. Warte mal, habe ich jetzt schon die Hochzeitssachen da reingemacht? Nein, habe ich nicht. Zum Glück habe ich nochmal nachgeguckt. Also, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und das. Und die Treppe. Und die andere Treppe. Und die andere Treppe. Weil alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Die Sachen habe ich schon runtergeladen. Und das hier wollte ich auch unbedingt haben. Ist das hübsch? Ich meine, eigentlich gibt es die Sachen im Spiel, ne? Also es gibt sowas im Spiel. Brauche ich nicht, Leute. Ich bin Nina und ich bin stark. Ja, aber Vorhänge wären schon was Feines, ne? Weil ihr wisst, ich und Vorhänge, das ist... ein Drama in zwei Akten. Nehme ich alle. Alle möchte ich mitnehmen. So, jetzt kommen wir zu diesem Clay-Ding. Ne? Das ist jetzt hier interessant. So, aber was ist denn das? Ach so, eine Töpferwerkstatt, basically. Aha. Okay, den Rest habe ich schon. Nee, okay. Wie gesagt, das haut mich jetzt hier nicht so vom Hocker, was wir hier bei Sims Resource gefunden haben. Aber wir haben ja vorher auch schon eine Menge gefunden. Deswegen würde ich sagen, ich packe das jetzt mal eben kurz alles in mein Spiel. Dann können wir uns noch ein paar Sachen angucken und dann sehen wir uns gleich wieder. Okidoki, we are in the Create Sim. Und wir werden mal gucken, was wir jetzt hier fabriziert haben. Ich glaube, an Klamotten haben wir gar nicht so viel runtergeladen, ne? Ich habe jetzt hier mal ganz schnell die liebe Jenny Benz. Das ist die Tochter von Mercedes-Benz. Erstellt. Und ich sehe schon, sie trägt ein paar Schuhe, die wir gerade runtergeladen haben. Aber wie gesagt, ich glaube, Klamotten haben wir tatsächlich gar nicht so viele. Wir gucken mal, was sich hier so verbirgt. Aber, oh doch, das mit dem Cardigan, das würde ich gerne mal angucken. Oh Gott, ich habe so viel Custom Content. Clumsy Alien, macht Clumsy Alien eigentlich noch Custom Content? Da habe ich lange nicht mehr geguckt. Hier seht ihr, habe ich auch ganz viel von Ellie Simple. Aber da war das noch nicht hinter der Paywall. Und diese Bademode meinte ich vorhin, die ist richtig schön. So, aber dann ist das wohl bei Ganzkörperkleidung. Da ist es. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich liebe es. Oh mein Gott. Und die Farben sind ein Traum. Oh mein Gott, ist das perfekt. Ich würde es original so anziehen. Ich kann doch nicht mehr. Wow. Wow, wow, wow. Und dann haben wir das noch als kurzes Kleid. Oh mein Gott, ist das perfekt. Es ist so schön. Es ist so schön. Oh mein Gott. Also auch das war von Pauluna. Und dann haben wir das noch als Oberteil. Aber ich glaube ansonsten, warte mal, doch Unterteile haben wir auch. Haben wir nicht so einen Rock runtergeladen oder sowas? Oder habe ich das vergessen runterzuladen? Das war das von Ellie Simple, was dann hinter der Paywall war. I remember. Okay, dann schauen wir uns aber schnell die Schuhe mal an. Wahrscheinlich werde ich jetzt überhaupt gar keinen Überblick darüber haben, welche Schuhe wir runtergeladen haben, weil es einfach so viele waren. Aber, ach, das war ja einfach nur ein Traum. Also, meine Sims kriegen jetzt alle erstmal neue Schuhe. Ich glaube, die sind neu. Die hatte ich vorher noch nicht. Oh mein Gott, wie süß mit den Öhrchen. Die sind auf jeden Fall auch neu. Die werden auf jeden Fall auch zu einem Klassiker werden. Finde ich richtig cool. Einfach so ganz normale Ledersandalen. Finde ich richtig, richtig, richtig schön. Die Texturen mag ich auch voll gerne. Dann haben wir diese neu. Also, das sind auch so richtige Ray-Schuhe. Alles, was bunt ist und mit Blumen, verbinde ich immer mit Ray. Finde ich richtig, richtig süß. Ich glaube, die sind auch neu. Oh, wow. So, Ballerinas finde ich auch
auch immer richtig toll, weil ich finde, nicht alle Sims sind so High-Heel-Sims. Und vor allem bei den formellen Outfits finde ich die dann auch immer sehr, sehr passend. Gefällt mir sehr gut. Die sind, glaube ich, auch neu. Auch sehr hübsch. Dann haben wir noch so Clocks. Auch sehr schön und so. Oh mein Gott, ist das süß. So Slipper mit Socken drin. Finde ich auch fürs Schlafoutfit sehr schön. So als Hausschuhe. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich noch so dicke Sandalen runtergeladen. Die sind hier, glaube ich, auch neu gewesen. Auch sehr Ray-coded, würde ich sagen. Dann haben wir noch die neu. Die sind auch super süß. Die sind auch sehr, sehr schön. Was ich bei den Schuhen mag, ist, dass die immer sehr proportional aussehen. Also die sind nicht so riesig. Viele Schuhe sehen dann immer aus wie Clownsschuhe und das mag ich dann immer nicht. Ich glaube, die hier sind auch neu. Oh mein Gott, die sind alle so schön. Die sind so was von... Oh mein Gott, die sind auch so schön. Wie oft habe ich jetzt oh mein Gott gesagt, aber das ist wirklich einfach toll. Die sind neu. Süß. Richtig süß. Dann haben wir noch diese Sandalen mit Socken drunter. Auch sehr süß. Ich glaube, die sind auch neu. Auch sehr, sehr hübsch. Die sind auch sehr süß. Ich fände es voll cool, wenn die Sachen, die man neu ins Spiel lädt, mit Custom Content auch so gehighlightet werden, wie wenn man ein neues Pack kauft. Dass die dann oben so angezeigt werden. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt. Dann haben wir noch so Boots. Auch sehr geil. Weil meine Sims kriegen bei den Outdoor-Outfits irgendwie immer die gleichen Schuhe. Deswegen finde ich das cool, da jetzt auch mal ein paar mehr Schuhe zu haben. Ich glaube, die waren vorher auch noch nicht da. Die sind, glaube ich, auch neu. Oh mein Gott, es ist einfach alles. Oh, die sind auch wunderschön. Eieiei. Dann haben wir noch diese Schläppchen mit der Schleife vorne dran. Finde ich auch super süß. Die waren vorher, glaube ich, auch noch nicht da. Auch richtig schön. Oh mein Gott, hier sind die Ray-Schuhe. Die kriegt Ray sowas von. Also, ob sie will oder nicht. Sie kriegt definitiv ein Outfit mit diesen Schuhen. Ich liebe es. Ich glaube, die sind auch noch neu. Dann haben wir noch diese Boots, auch super schön. Freue ich mich auch riesig, die im Winter dann bei den Sims zu benutzen. Die sind auch sehr cool. Das sind quasi Boots mit integriertem Stulpen. Also Hammer, liebe ich. Da sehe ich schon sehr, sehr schöne Outfits mit kreieren. Dann haben wir noch so Kitten Heels. Bin ich ja absolut kein Fan von, ne? Also auch im Real Life finde ich das irgendwie, mag ich gar nicht. Aber vielleicht, ne, braucht die irgendein Sim irgendwann. Sehr süß. Sehr, sehr schön. Das sind auch die Boots, die ich eben noch runtergeladen habe. Dann habe ich, glaube ich, noch Kleinkindersachen runtergeladen, ne? Nee, das waren Säuglingshaare. Ich will mal ganz kurz die Haare nämlich angucken, die ich da runtergeladen habe. Die hier sind das, glaube ich. Ach, guck mal, ich hatte schon vorher welche, oder? Das sind die von Pauluna mit diesem kleinen Döppel oben. Sehr, sehr süß. Dann haben wir die. Bei denen bin ich mir nicht sicher, ob ich die nicht vorher schon hatte. Oder hatte ich die vorher? Ach, ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir noch so zwei Bubbles. Und diese zwei Bubbles. Und dann haben wir noch so eine wilde Palme. Dann mit so einem Pony und oben noch so ein Ding drauf. Die hatte ich auf jeden Fall vorher schon. Also hatte ich auf jeden Fall schon vorher Haare von Raven Sims. Und die sind auch noch neu. Und die bin mir nicht sicher. Aber wo sind denn die? Waren die für Kinder? Die so ähnlich aussahen, wie die wir gerade da hatten. Mit den zwei geflochtenen Zöpfen vorne. You know what I mean? Irgendwie habe ich die nicht runtergeladen. Oder... Ich weiß nicht mehr, für wen die Haare waren, die so ähnlich aussahen wie diese hier. Wartet, die. Aber das war schon noch ein anderes Set, da bin ich mir sehr sicher. Aber ist auch nicht so schlimm. Okay, ich glaube, das war so grob erstmal alles, was ich jetzt aus dem Creative Sim runtergeladen hatte. Ich bin sehr, sehr happy. Meine Schuhausbeute macht mich so glücklich und ich habe richtig Bock, Sims umzustylen, wenn ich diese ganzen tollen Schuhe sehe, weil, weiß ich nicht, die Schuhe sind einfach so besonders und dann kann man richtig geile Outfits mitmachen. Also freue ich mich riesig und bin gleichzeitig auch sehr traurig, dass da in Zukunft nicht noch mehr Nachschub kommen wird. Aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Irgendwann hat man ja auch mal genug Schuhe, ne? Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr noch richtig coole Custom-Content-Creator kennt, die man vielleicht, also die noch so ein bisschen unbekannter sind, schreibt sie gerne mal in die Kommentare, weil ihr wisst, ich schaue immer sehr, sehr gerne bei neuen Creator vorbei. Am liebsten natürlich, wenn es nicht hinter einer Paywall ist. Weil, wie gesagt, ich kann das nochmal wiederholen, falls ihr das noch nicht wusstet. Es ist so, dass EA eine Richtlinie rausgebracht hat, dass man das hinter einer Early Access Paywall machen darf, aber eben die darf nur 4 Wochen oder sowas sein. Und wenn das dann so dauerhaft hinter einer Paywall ist, dann finde ich das immer so ein bisschen doof, weil dann eben ja auch nicht jeder Zugriff dazu hat. Aber dennoch bin ich natürlich absolut dafür, dass die Creator fair für ihre Leistungen auch belohnt werden. Aber ich bin sehr happy mit dem, was wir hier geshoppt haben. Schaut gerne bei den Creatoren vorbei. Ich verlinke euch alle einfach mal in der Infobox, wenn YouTube mich lässt. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Links, aber wir kriegen das schon hin. Und wünsche euch dann jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.